Hallo zusammen. Habt ihr euch schon mal gefragt, wo ihr seid? Ach, da seid ihr. Man kann ja schon mal durcheinander kommen. Also ich bin gerade bei euch, wo auch immer ihr seid. Aber eigentlich bin ich nicht bei euch, sondern hier in meinem Zimmer. Und wenn ich noch intensiver darüber nachdenke, wo ich bin, dann fühle ich irgendwie, dass ich in meinem Körper bin. Natürlich. Aber wo genau ist mein Ich? Könntet ihr sagen, wo in eurem Körper euer Ich ist? Wenn es euch wie mir geht, dann fühlt ihr es wahrscheinlich nicht im Knie oder in der Hand, sondern im Kopf. Super. Kurzes Video, Frage geklärt. Nicht für die Wissenschaft. Oh nein. Forschende haben es geschafft, das Ich-Gefühl von Versuchspersonen aus deren Körper rauszuholen und neben sie zu platzieren. Tja. Die Versuche waren allerdings nicht so blutig, wie ich mir das zuerst vorgestellt habe. Es wurden keine Schädeldecken geöffnet. Stattdessen haben die Forscher Folgendes gemacht, vor ungefähr 120 Jahren. Der US-amerikanische Psychologe George Stratton experimentierte mit dem Ich-Gefühl. Und zwar ganz ohne psychedelische Drogen, bei denen sich das Ich im Rausch völlig auflöst. Zu den Drogen erzähle ich gleich noch mehr. Und er machte die Versuche auch ohne tiefe Meditation oder künstlich herbeigeführte Nahtoderfahrungen, bei denen man das Gefühl hat, über dem eigenen Körper zu schweben. Nein, Stratton hatte einen ganz praktischen Ansatz. Er baute sich ein Gestell mit Spiegeln. Und dieses Gestell trug er ständig. Durch die Spiegel sah er die Welt von oberhalb seines Körpers. Wahrscheinlich ein bisschen so wie bei modernen Einparkhilfen beim Auto. Nachts verband er sich die Augen, um auf keinen Fall jemals die Welt ohne sein Spiegelsystem zu sehen. Tja, und nach ein paar Tagen fühlte es sich für ihn so an, als ob er über seinem Körper schweben würde. Sein Ich blickte von schräg oben über seinen Körper hinweg auf den Boden. Keine Ahnung, wie er durch Türen gekommen ist und wo er sich überall den Kopf gestoßen hat, aber was macht man nicht alles für die Wissenschaft? Strattons Versuch war an sich schon eigenartig. Aber Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben dieses Experiment noch weitergetrieben mit moderner Technik. Die Versuchspersonen mussten keine sperrigen Spiegel mehr tragen, sondern eine sperrige VR-Brille. Mit ihr sahen sie das Bild einer 3D-Kamera, die sie von hinten filmte. Und jetzt kommt der entscheidende Trick. Der Experimentator bewegte gleichzeitig zwei kurze Stäbe. Mit dem einen streifte er über die Brust der Versuchsperson, mit dem zweiten Stab bewegte er synchron vor der Kamera hin und her. Durch die Berührung des ersten Stabes, also durch diesen zusätzlichen Sinneseindruck, passierte was ganz Erstaunliches. Das Ich-Gefühl verließ den Körper der Versuchsperson. Und zwar viel schneller als im Spiegelexperiment von Stratton. Und mit viel schneller meine ich, schon nach ein paar Sekunden entstand der Eindruck, die Versuchspersonen würden nicht mehr in ihrem Körper sein. Der Forscher Henrik Ersson befragte die Versuchspersonen, wo sie ihr Ich fühlten. Deren Antwort war, 2 Meter hinter sich selbst. Und zusätzlich testete er ihr Ich-Gefühl mit einem Hammer. Den bewegte er schnell in Richtung Kamera. Dabei erschraken die Versuchspersonen und wichen zurück, denn sie nahmen die Welt jetzt ja aus der Perspektive der Kamera wahr. Das war zusätzlich zur Befragung ein weiterer Beweis dafür, dass sie ihr Ich außerhalb ihres Körpers fühlten. Und wenn ihr denkt, das war schon abgefahren, es gab noch weitere Experimente. In einem wurde nicht der Rücken der Versuchsperson gefilmt, stattdessen wurde ihnen in der VR-Brille eine menschliche Gestalt gezeigt, eine virtuelle Schaufensterpuppe. Und dann berührten die Forschenden die Versuchsperson wieder mit einem Stab, dieses Mal aber am Rücken. Und gleichzeitig berührte ein virtueller Stab den Rücken der Schaufensterpuppe. Das Ergebnis war, die Versuchspersonen fühlten sich, als wäre ihr Ich in der virtuellen Schaufensterpuppe. Ihr Ich war jetzt doch zu Hause. Das heißt, der Ort, wo wir unser Ich fühlen, lässt sich durch relativ einfache Tricks verändern. Unser Ich-Gefühl ist längst nicht so unveränderlich und stabil, wie wir das vielleicht immer vermuten. Unser Ich wird offenbar auf irgendeine Art vom Gehirn erzeugt, wobei das Gehirn dabei leicht durcheinander gebracht werden kann. Der Begriff fragiles Ego bekommt da direkt eine ganz andere Dimension.
Und es gibt noch mehr überraschende Erkenntnisse in dem Zusammenhang. Zum Beispiel Out-of-Body-Erfahrungen, also auf Deutsch außerkörperliche Erfahrungen. Das ist ein bisschen wie bei den VR-Versuchen. Man fühlt sich dabei außerhalb seines Körpers, schwebt zum Beispiel über ihm und kann ihn von außen betrachten. Das kommt bei seltenen psychischen Erkrankungen vor, aber keine Panik. Kann auch passieren, wenn euer Hirn durcheinander ist, weil ihr zum Beispiel total übermüdet seid oder weil ihr richtig viel Stress habt. Aber was bedeutet das? Es könnte sein, dass das gestresste oder übermüdete oder psychisch erkrankte Gehirn Fehler macht bei der Simulation unseres Ichs. Und wir ertappen unser Gehirn dabei, also uns selbst eigentlich, und empfinden das als Out-of-Body-Erfahrungen. Weil wir wissen, dass wir normalerweise nicht so einfach über uns selbst schweben können. Apropos High sein. Ich wollte ja noch was über Drogen erzählen, auch wenn das jetzt nach lustiger Chemiestunde klingen sollte. Also bei Drogen wie Lysergsäure, Diethylamid, kurz LSD, oder Psilocybin oder Dimethyltryptamin, also DMT, oder Mescalin, kann sich unser Ich regelrecht auflösen. So sehr, dass man sich bei solchen Trips eins fühlt mit dem Kosmos, in ihm aufgeht und keine Grenze mehr hat zwischen Ich und Außenwelt. Man ist bei Bewusstsein, hat aber kein Ich-Gefühl mehr. Bei solchen Drogen gibt es immer auch die Gefahr von anhaltenden psychischen Störungen. Mit weniger Risiko geht es deshalb auch mit intensiver Meditation. Damit kann man auch solche Zustände erreichen, auch wenn es ein bisschen mehr Arbeit ist. Und manchmal kann das Gehirn auch mehrere Ichs erzeugen. Das passiert bei bestimmten neurologischen Erkrankungen. Die untersuchen Forschende sehr, sehr gern, weil sich durch die Fehler, die so ein erkranktes Gehirn macht, sehr viel darüber herausfinden lässt, wie das Gehirn funktioniert. Also, es gab zum Beispiel Fälle, bei denen sich Menschen mehrmals sahen und als Doppelgänger fühlten. Sie lebten also mit zwei Ichs gleichzeitig. Ein anderer Patient fühlte sich als riesiger Ich-Körper außerhalb seines eigenen. Und auf seinem Riesen-Ich kletterten zusätzlich lauter kleine Ichs herum. Die Forscher hofften, diese Ich-Störungen bestimmten geschädigten Hirngebieten zuordnen zu können. Hat nicht geklappt. Es wurde kein Ich-Modul gefunden, das bei diesen Patienten irgendwie gestört war. Wo also genau ist mein Ich oder euer Ich? Tja, es sieht so aus, als gäbe es keinen Ort, an dem unser Ich ist. Also zumindest nicht im Gehirn. Im Gegenteil, alle Versuche lassen nur eine Schlussfolgerung zu. Ich hoffe, ihr sitzt. Unser Ich ist kein fester Bestandteil unseres Gehirns, so wie etwa der visuelle Kortex. Nein, unser Ich ist eine Illusion. Nicht nur der Ort, an dem wir unser Ich fühlen, sondern auch das Ich-Gefühl selbst. Unser Hirn erzeugt diese Ich-Illusion. Und erst, wenn es dabei durcheinander kommt, fällt uns auf, dass unser Ich nicht diese Konstante ist, die uns unser Leben lang ganz selbstverständlich begleitet. Krass, oder? Ich frage mich natürlich, wem wird hier eigentlich was vorgemacht? Wenn mein Ich eine Illusion ist, wer nimmt diese Illusion dann wahr? Das ist eine Frage, bei der auch die Forschung nicht weiter weiß. Aber vielleicht ja ihr. Ich freue mich auf eure Gedanken in den Kommentaren. Ich freue mich auch darüber, dass ihr da seid, ganz egal ob Illusion oder nicht. Aber vielleicht könntet ihr den Abo-Button drücken und auf die Glocke, damit ich weiß, dass ihr keine Illusion seid. Das wäre sehr nett. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.